Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Trainfieber, da sind wir wieder. Früh morgendlich mit unserer HKX-Lok, die wir jetzt aber nochmal schnell einziehen müssen, denn ja, da fehlt ein Steuerwagen, hieß es. Ebenso beim Railjet. Wo haben wir den denn? Der fährt wahrscheinlich noch. Gut, das können wir natürlich ausnutzen, indem wir jetzt den Kollegen hier mal wenden. Wir nehmen da jetzt mal keine Rücksicht auf irgendwelche Passagiere. Der geht ins Depot und dann gucken wir mal. Es muss ja hier irgendwie Steuerwagen haben. Ich glaube, da kann ich relativ schnell hinscrollen. Ja, relativ schnell, genau. Dim, 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 dim. So schnell wie das Spiel das zulässt. Passagiere, Wagen oder Wagen, Passagiere so rum vielleicht eher. Hier haben wir Doppelstock-Steuerwagen, aber die sehen doch genau gleich aus. Und ich frage mich gerade, haben wir die nicht eh genommen? Also ich habe doch wahrscheinlich nicht nur die normalen Wagen genommen. Oder wahrscheinlich, oder doch, weil das Steuerwagen sind? Ich weiß es nicht. Wir gucken jetzt mal. Wir nehmen hier, sobald der Zug drin ist, einen Wagen weg. Na. Blub. Jetzt ist er drin. Gehen wir mal gucken. So, den hintersten Wagen weg. Verkaufen, sonst wird er mir zu lang für die Strecke. Wagen, Passagiere. Grün, grün, vorwärts. Nein, wir nehmen den. Der müsste jetzt eigentlich ja schon hinten dran sein. So, wir haben so viel zu tun. Es gab Hausaufgaben, heiliges bisschen. in der letzten Folge gab es gar nichts, weil ich die ja früher aufgenommen habe. Dafür haben wir jetzt heiliges bisschen. So viel zu tun, richtig schön. Gut, also, ja, eigentlich hätten wir es jetzt. Ich sehe nur nicht genau, was hier anders sein soll an diesem Steuerwagen wie an dem normalen Wagen, aber okay. Linie zu weisen. Oh, was war das für eine Linie? 76 oder sowas? Wir werden es rausfinden. Tatsächlich, 76. Okay. Dann darfst du da wieder rein. Darfst dich wieder einordnen. Und wir gehen mal. Ne, wir gehen nicht. Wir gucken erstmal, ob hier irgendwie... Also ich habe das Gefühl, der Steuerwagen sieht gleich aus. Ich kann mir nicht helfen. Oder ist das nur das Bild? Nee. Was ist denn daran steuerwagig? Okay. Naja, sieht trotzdem gut aus. Also, und eine zweite Lok dahinter? Ich weiß nicht. Für das bisschen Zug? Ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Aber was jetzt halt noch nötig ist, ist... den Railjet umzumodeln. Denn da fehlt hinten definitiv die Lokomotive. Und da gibt es einen ganzen, ja, fertigen Bausatz dafür. In drei verschiedenen Ausfertigungen habe ich gesehen. Bist du tatsächlich hier hinten? Ja, hier startet er. Wir könnten dir natürlich, damit du nicht so weit fahren musst, werden wir dir hier... Wo fährst du denn durch? Das wäre noch hilfreich zu wissen. Wahrscheinlich hier auf der rechten Piste. Ne, innen. Okay, wisst ihr was? Wir lassen ihn doch fahren. Dann müssen wir hier nicht irgendwie noch Sachen umbauen. Ein Depot hätten wir zwar, aber das geht hier in die falsche Richtung. Jetzt. Ja gut, eben, wir haben viel zu tun. Es fehlt ein bisschen die Zeit jetzt hier zu gucken, aber wir machen es jetzt trotzdem. Denn, ja, es läuft uns ja nicht davon. Und wir können im Prinzip... Etwas können wir sowieso schon machen, während der Zug hier zurückfährt. Ich möchte den jetzt noch nicht in ein Depot einweisen, sonst fährt er mir hier dann wieder falsch. Irgendwie, keine Ahnung, hier rechts. Blockiert hier den Verkehr und so weiter. Das kennt man. Ich möchte den ins Depot einweisen, wenn wir wieder da hinten im Ursprungsstädtchen sind. Guck mal, hier habe ich das Gleis vergessen. Das werden wir ganz kurz korrigieren. Also vergessen. Das ist ja sozusagen eine tote Strecke. Hier fährt niemand, zumindest nicht im Moment. Aber wir können hier natürlich trotzdem das Gleis wieder fertig bauen, wenn wir es schon abgerissen haben. Wir machen hier einfach eine Weiche, denke ich mir. Wenn das irgendwie geht. Ja, das geht. Gut. So, da hinten verlässt auch gerade ein Zug den Bahnhof. Den nehmen wir mal schnell hier ins Schaufenster und gehen ganz schnell zu unserer Highspeed-Strecke. Oder zumindest zu einem... Ja, zum Ende der Highspeed-Strecke, wenn ich die jetzt gerade finde. Das müsste hier unten sein. Da hieß es, die Prellböcke hängen irgendwie in der Luft. Da gucken wir mal. Das müsste hier sein. Das ist aufgefallen, genau, bei der Museums-
Streckenbesichtigung, das müssten diese Prellböcke sein. Wo hängen denn die in der Luft? Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das komisch aussieht. Das sieht halt aus, wie Prellböcke aussehen. Vielleicht sieht es ein bisschen komisch aus, weil hier hinten eine Felswand ist. Aber ja, die kriege ich da nicht weg. Hier sind Gleise dahinter. Das geht nicht. Aber dafür können wir nochmal Museumsbahn gucken. Ist doch auch schön. Machen wir auch gleich. Nee, Moment. Schaffen wir das noch mit? Jetzt wird's stressig. Wir gucken. Nee, der Railjet hat noch einen Moment. Schön, da kann ich mich irgendwie auch nicht satt gucken an der Linie. Und das eigentlich nicht mal hier unten, sondern dann natürlich doch eher hier oben dann. Bei den Schlössern und Burgen. Das sieht schon sehr nett aus. So, jetzt gehen wir mal schnell zurück. Der muss hier warten. Okay. Auf den hier, der hier zurückfährt. Okay, dann ist er nachher der Nächste. Dann können wir noch ganz schnell ein Signal setzen bei der Museumsbahn. Ein hin und her. Und zwar bei der ersten, bei der die aus Weißwasser kommt. Das wäre hier oben. Denn es ist wahr, ich habe hier kein Signal gesetzt. Ich muss mal den Winkel wieder ein bisschen ändern. Ich habe hier kein Signal gesetzt. Von der Strecke her. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Ich habe es eigentlich begründet, aber... Ja, die Begründung kann nicht so toll gewesen sein. Denn so ist es natürlich so, dass der Zug hier von der zweiten Museumslinie immer warten muss, bis hier der aus Weißwasser dieses Signal hier unten, ja, irgendwo da hinten passiert hat. Also machen wir hier... wobei, Moment... Nee, das geht natürlich nicht. Da kann ich kein Signal hinmachen. Das ist ja hier eine Ausweichstrecke. Wenn ich da ein Signal hinmache, dann ratet mal, was passiert. Dann müssen wir es hier zweispurig machen. Dann gucken sich die Züge dann irgendwann an. Was wir hier machen können, ist das Ganze auf der kurzen Strecke hier zweispurig. Dann hat er da nochmal die Möglichkeit zu warten. Kriege ich hier vielleicht sogar eine zweite Brücke rüber? Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Na, nimmt den Knubbel weg. Nee, das geht schon mal nicht. Okay, dann lassen wir das hier. Aber wir können natürlich von hier schnell zweispurig machen. Halt, das ist aber eigentlich... Ah, ich habe ja. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich altes Gleis. Und eigentlich ohne Strom. Das werden wir gleich nochmal ändern nachher. So, dann hätten sie hier... Hier geht es nicht mehr darum, dass wir eine Ausweichmöglichkeit haben, sondern damit ich das Signal halt wirklich machen kann. So, hier wieder raus. Und da rein. Passt soweit. Okay, da kommt da der Strom wieder weg. So, sind ja nur Dampfloks. Und das Signal wieder hin. Aber Moment, da machen wir... Ja, machen wir mal das hier. Okay, das wäre... einmal eindrehen. Das wäre dann mal... jetzt muss ich schnell gucken. Hier rechts. Dann wäre es hier. So, und in die andere Richtung. Wäre es hier. So. Gut, somit haben wir es, dass der Zug fahren kann. Der muss nicht mehr warten, bis der zweite Museumszug hier in Gang kommt. Dann haben wir hier unten in Neubehrend noch was. Das mit dem Railjet läuft uns ja auch nicht davon. Eben, wir haben halt ein bisschen viel. Das eine ist... dass hier diese Straße einfach aufhört. Aber guck mal, hier hinten ist nichts. Also da habe ich nicht was abgerissen und vergessen wieder zu bauen, sondern ja, das war die Stadt, die das gebaut hat und die ist halt noch nicht weitergekommen. Das könnte man jetzt eigentlich hier noch irgendwie rüberziehen, aber das schenke ich mir jetzt mal fürs Erste. Denn wir haben doch noch ein bisschen mehr zu tun. Hier dasselbe. Also da fehlt nichts, da ist nichts falsch abgerissen. Also falsch abgerissen. Man kann nicht falsch abreißen. Aber... ja, ihr wisst, was ich meine. Da ist einfach die Stadt halt noch nicht hinterhergekommen. Die hat hier noch nicht wirklich fertig gebaut. Okay, gehen wir zum Railjet, damit wir den ersetzen können. Der ist jetzt hier im Bahnhof mit 14 Leuten. Okay, aber da, wie gesagt, darauf müssen wir keine Rücksicht nehmen. So. Da kaufen wir den Zug gleich mal. Und zwar dachte ich mir... ja, ich würde mal sagen, die kürzeste Variante. Na? Liebes Spiel, ich möchte nur ins Depot. Dankeschön. Das wäre bei den Triebwagen. Irgendwo hier unten. Mal gucken. Und die kürzeste Variante halt, damit
Wobei, der ist eigentlich auch relativ lang. Aber ich glaube, da ist sogar die kürzeste Variante relativ lang. Hier haben wir sie. Short. Das steht leider nicht angeschrieben, wie short oder wie middle oder wie long. Ja, wir nehmen mal den kürzesten, habe ich gesagt. Und dann gucken wir den mal in Ruhe an. Der wird verkauft. Der wird gekauft. Kommt auf die Linie 76. 76, 76. So, dann gehen wir mal schauen. Läuft eh schon. Jetzt müsste hier eigentlich eine Lokomotive hinten dran sein. Und ich glaube, der ist auch relativ lang, obwohl er short ist. Ja, der dürfte ähnlich lang sein, aber hier haben wir die Lokomotive. So, ich hoffe, das passt. Es gab noch einen Vorschlag mit Steuerwagen, drei normale Innenwagen, eine Lok und hinten nochmal sechs Innenwagen und so weiter. Das können wir mal auf einer anderen Strecke machen. Dafür ist die nicht ausgelegt, würde ich sagen. Wir haben da, ja, zu kurze Wege. Aber es gibt ja eh noch, ja, mindestens eine neue Strecke gibt es sowieso, also von Bahnhof zu Bahnhof. Und da brauchen wir auch Züge. Also warum nicht da diese ganz lange Railjet-Version nehmen? Dann gibt es noch eine Winteredition in Blau. Die möchte ich auch irgendwann natürlich mal noch nehmen, denn die sieht bestimmt auch klasse aus. Keine Frage. Werden wir alles noch machen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn noch alles? Also den Railjet, den Steuerwagen, den haben wir. Beim Gleisbau, Linie Sinuse. Da wurde das Gleis vergessen, das haben wir gemacht. Die zweite Museumsbahn, das Signal haben wir auch gemacht. Beim Güterschuppen ein Signal machen, das wäre wieder in Neubehrend. Es ist ein Hin und Her heute. Neubehrend, Neubehrend, Neubehrend. Das war irgendwo. Wo war's denn? Ja, so finde ich es überhaupt nicht mehr. Hentzendorf. Doch, hier unten ist Neubehrend. Hier. Ne, das ist Bischofsmais. Oh, wir sind völlig falsch. Wo haben wir denn? Ich weiß, es gibt eine Liste. Wettring. Eine Liste mit Städtenamen. Die ist hier unten, ist mir klar. Da hätte man es auch suchen können. Aber eigentlich dachte ich mir, wir sind mit Scrollen schneller. Falsch gedacht. Okay, also. Das wäre dann irgendwie hier. Heute mackt es mit der Performance gerade ein bisschen überall. Das kann sein, weil ich schon was gerendert habe, dass mein guter alter PC, gut so alt ist er noch nicht, nicht ganz so fit auf der Brust ist. Beim Güterschuppen ein Signal hinmachen. Ja, eben, das ist genau das gleiche Problem wie bei der Museumslinie. Das kann ich nicht. Dann gucken sich hier die Züge an. Was ich aber natürlich machen kann, ist auch hier das Ganze noch zweigleisig machen. Das habe ich ja sowieso gesagt, denn das ist hier oben Feierabend mit zweigleisig und wir haben hier doch noch eine ordentliche Strecke. Also machen wir das. Dann kann ich da nämlich auch ein Signal hinmachen. Okay, das ist auch ohne Strom und auch alt. Halt, da machen wir aber Pause. Wir machen hier was an der Linie. Aha, ist interessant. Da komme ich nicht wirklich raus. Zählt das noch als Bahnübergang? Das könnte es sein. Irgendwie, nee, das möchte nicht. Warum möchte es denn nicht? Moment, haben wir gleich. Hier wird es eigentlich gehen. Okay, jetzt ist die Frage innen durch. Ich muss mal hier gucken bei dieser doch eher neuralgischen Stelle. Kriegen wir hier, boah, Bahnübergang an Bahnübergang an Bahnübergang. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Da haben wir das Problem mit der Kreuzung, das ich schon mal angesprochen hatte. Kommen wir hier noch raus? Hier geht's. Das ist aber doch verdammt kurz. Bis hierhin. Oder kommen wir wenigstens über das eine Gleis rüber? Nee, da ist wahrscheinlich das Haus im Weg, nehme ich mal an. So, jetzt nicht mehr. Man wird irgendwann... toll. Da hätte ich das Haus auch stehen lassen können. Irgendwann wird man relativ rücksichtslos, was hier das Abreißen angeht. Okay, das geht nicht. Das habe ich ja schon probiert. Das geht auch nicht. Das ist mit diesen krummen Straßen, wo der Winkel nicht stimmt, einfach immer relativ schwierig. Wie lang ist denn unsere Dampflok? Haben wir gerade irgendwo eine? Ja, hier oben steht eine. Dann können wir mal einen Augenschein nehmen. Das ist sicherlich eher... Das ist zwar keine Dampflok, gehört aber zu der Linie. Das ist sicher eher der längste aller Züge, da er zwei Lokomotiven hat. Jetzt ist die Frage, man müsste hier ein Messband haben. Kriegen wir dich?
Wenn ich es hier zweigleisig mache, doch, das geht. Okay, dann machen wir das so. Das geht definitiv. Dafür geht das jetzt nicht mehr. Vorhin ging es doch gerade noch. Muss ich hier rausgehen? Jetzt geht's gut. Ah, okay, da haben wir schon Freizeit. Die muss noch weg. Halt nicht Tunnel. Nein, nein, nein. Das hier hätte ich weg, gerne weg. Und das hier. Dankeschön. Tunnel lassen wir stehen. Es ist schon ziemlich kurz hier. Das ist zu kurz. Straße wegmachen. Straße wegmachen. Damit wir den Platz haben. Es geht nicht anders. Ist ja nicht so tragisch. Die können ja oben hier überall rüber. Und sonst gucken wir, ob wir denen noch eine Brücke machen. So wahnsinnig überall können sie nicht rüber. Aber hier oben können sie rüber. Das muss jetzt mal reichen, würde ich sagen. Ah, das ist genau zu kurz. Nehmen wir das nochmal weg. Auch kein großes Ding. So, hier wieder raus. Und hier wieder rein. Und dann gibt es die Signale dazu. So, eins hier vorn. Und eins in die Gegnerrichtung. So, somit hätten wir verhindert, dass die ganzen Loks da hinten stehen, oberhalb vom Bahnhof. Und vor allem, was wir natürlich so bewirken, ist, dass der Zug hier, hier sehen wir ihn eh schön, von der Linie, der benutzt das gleiche Gleis im Bahnhof, dass der eben auch nicht andauernd hier wartet, bis dann mal ein Zug runtergefahren gekommen ist. Jetzt können wir es eigentlich wieder laufen lassen hier. Da fährt der raus. Und jetzt müsste eigentlich... Boah, was ist heute wieder los mit der Performance? Es tut und macht. Heiliges bisschen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann der hier ja fahren. Och, der ist einfach schon auch schön. Und da müsste ein Raab.de hier im Bahnhof sein. Tatsächlich, man hört es an der Durchsage. Gut. Das sieht doch einfach nett aus hier mit der Stadt im Hintergrund. Der Raab.de verlässt uns wieder. Gehen wir gleich auch nochmal gucken. Ich werde gleich nochmal einen Blick auf die Liste werfen müssen. Und das hier ist doch Donald Duck. Ist das hier Donald Duck? Ich habe es immer noch nicht ganz raus. Auf alle Fälle. Erst hieß es, der fährt gar nicht bei uns. Und dann hieß es doch, der fährt. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Aber ich glaube, der fährt. Das müsste da gewesen sein. Also das ist auf alle Fälle sicher der Raab.de hier. Der sich hier wieder auf den Weg macht. Während da hinten unsere Güter, Lokomotiven, Museumszug, Komposition das erste Mal hier durchfährt. Der müsste jetzt da das rechte Gleis benutzen. Jetzt können wir mal gucken, wie das aussieht. Von der Länge her. Das reicht. Ja, ja. Ja, so reicht das Dicke. Das ist ja wunderbar. Okay, muss er warten. Nein, er hat grün. Bestens. Dann kann er hier reinfahren. Dann ist hier das Gleis nicht belegt. Bestens. Gut, was haben wir denn jetzt noch? Also, Güterschuppen. Ach, ich gehe mal ein bisschen runter. Dann könnt ihr ein bisschen zugucken. Also, Zug. gucken, während ich ganz kurz in die Liste reinschaue. Zwei Schrankenhäuser, Prellböcke, Malbeerenstraße fehlt. Das haben wir geklärt. Okay, was wir dann haben, ist die Linie 20. Die hat nur einen Laster. Ja, das werden wir uns mal ansehen. Das ist nicht so geplant, nein. Wurde gefragt, ob ich das so geplant habe. Nein, das ist aber halt wahrscheinlich eine ganz alte Linie. Nicht nur sichtbar, sonst funktioniert das nicht. Eine ganz alte Linie. Das wird einen Grund haben, warum da nur ein Laster ist. Aber welcher genug, tatsächlich welcher Grund das nun genau ist, weiß ich auch nicht. Der wird sowieso wieder noch falsch eingestellt sein. Wir nehmen mal die Linie 20 noch rein und gehen gucken, sobald er die Linie 20 gefunden hat. Na, müsste nach der 19, kommen, liebes Spiel. So. Also, was machst du denn? Du gehst hier, aha, in die Stadt rein. Ich tippe mal auf Güter. Ja, ist sogar angeschrieben und die Güter holst du hier in Rossdorf.
Ja, das ist halt eine steinalte Linie. Ich denke, deswegen fährt hier nur ein Laster. Aber wisst ihr was, das können wir natürlich schnell ändern. Was haben wir denn hier an Gütern in Rossdorf? Moment. Achso, das ist der Bahnhof. Ich muss die Stadt erwischen. Dann sehe ich's. Eigentlich sind die gut bedient mit Gütern. Also voll ausgelastet. Ich glaube, hier ist eh noch irgendwo ist hier noch ein Güterzug unterwegs. Oh, die Heisenberg-Lok. Aha, aber bei einem anderen Zug. Ja, das ist halt, wenn man eine Mod installiert, die auf einem anderen Ursprung basiert. Guck, jetzt haben wir die zweimal. Wusste ich gar nicht. Die hat halt die Ursprungslok wahrscheinlich ersetzt. Ja, irgendwie kommen wir hier zu Gütern. Das kann aber nicht alleine wegen dem einen Laster sein, denke ich mir. Deswegen gibt es hier, sobald ich ein Depot finde, finde ich gerade nicht, dann bauen wir eins. Wir bauen hier auch mal ganz schnell die Straße noch fertig, wenn wir schon mal in der Stadt sind. So, da hat sich gleich unser einer Lastwagen verirrt. Auch nicht schlecht. Depot. Haben wir hier. Was nehmen wir denn? Oh, da habt ihr schon was gesehen, was ich gleich als nächstes mache. Straßenfahrzeugdepot. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Oder hier? Ne, da passt es nicht rein. Ah, da sind die Häuser im Weg. Aber hier hinten passt es rein. Oder hier. Gut, gekauft. Dann gibt das mal nochmal, ich würde sagen, drei neue Laster. Und zwar verschiedene. Aber alle mit Gütern natürlich. Kaufen. Kaufen. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist nur Kohle, okay. Aber hier haben wir, glaube ich, nochmal Güter. Kaufen. Okay. Dann Linie zuweisen. Das ist die 20. Und dann haben wir hier auch ein bisschen Verstärkung. Das ist schon richtig. Danke für den Hinweis. Das ist wieder mal eines von diesen Dingen, von jenen Dingen, die ich so wahrscheinlich gar nie wirklich gesehen hätte. Wenn man da nicht per Zufall drauf achtet. Schön, dann belebt das hier die Stadt auch noch ein bisschen und zu viele Güter kann man meiner Meinung nach gar nie haben. Okay, lasst uns zu dem kommen, was ihr vielleicht vorhin ganz kurz schon gesehen habt. Es gibt nämlich eine neue Mod, die habe ich auch im USA-DLC schon verwendet. Ein Hammer-Fernsehturm. Anders kann ich es nicht sagen. Der ist in der Realität 250 Meter hoch. Jetzt kann ich auch im Gegensatz zum DLC zwei, drei Sachen sagen dazu, wenn ich es denn finde. Genau. Funkturm St. Krishona heißt der. Der ist 250 Meter hoch, steht in der Gemeinde Bettingen. Das ist nordöstlich von Basel in der Schweiz. Und da sind alle Antennen und Sonden dran. 23 verschiedene. Insgesamt 103. So platziert, wie sie auch tatsächlich auf dem Funkturm im Original am 1.7.2011 verbaut waren. Ja, das muss eine Mordsarbeit gewesen sein. Jetzt, wo machen wir den Fernsehturm hin? Schreit ja fast ein bisschen nach hier oben. Nur, ich würde den nicht zum Schloss und nicht zur Burg stellen. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Der ist mir zu modern. Aber wir haben hier natürlich noch weitere Hügel. Zum Beispiel hier hinten. Wow, ja, vor allem haben wir hier Brücken. Brücken und Züge. Ich mache mal noch mal ganz schnell Pause, bis wir wissen, wo wir den hinstellen. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen tricky. Vielleicht hier? Dann sieht man ihn von beiden Städten aus. Das ist doch eine Idee. Okay. Dafür brauchen wir ein kleines Stückchen Straße. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den schon vernünftig hinbringen. Der muss auch irgendwie, das Terrain muss passen. So geht's, okay. So würde ich das machen. Ja, lasst uns den kaufen. Wow. Guck mal, hier sogar noch mit Beschriftung. Ein Querschnitt oder was es da noch hat. Und hier unten noch die Büroräume. Schon auch sehr nett. Cool, okay, jetzt würde ich sagen, den schließen wir aber mit der Straße noch irgendwie an. Wo haben wir denn Straße? Überall hier oben. Oder vielleicht nach Neubehren drunter. Hier. Ja, ich würde mal sagen, oder wir machen beides. Da machen wir jetzt schnell. Oder sollen wir die hier nehmen mit Allee? Das ist natürlich auch eine Idee.
Was? Nicht genügend Platz? Das kann nur ein Gerücht sein. So geht's. Okay. Und dann gehen wir da mal hoch. Das sieht doch relativ nett aus hier mit den Bäumen und dem Gleis daneben. Stimmt denn die Richtung ungefähr? Jawohl. Das ist ja schnell gezogen hier. So, passt schon. Ah, da gibt es aber eine Brücke. Okay, nein, 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 nein. Zumindest nicht so eine massive. Aufschütten kann man es nicht. Okay, dann müssen wir ein bisschen... Ach, lasst uns das doch mit Brücke machen. Aber das möchte ich eher modern haben, nicht die Steinbrücke. So, wir machen es ein bisschen serpentinmäßig. Eh nett. Hier fährt zwar zumindest im Moment niemand durch. Man könnte dann vielleicht auch noch irgendwie eine Bushaltestelle oder etwas hinmachen. Dann würde da auch jemand fahren. Das können wir auch mal noch in Angriff nehmen. Halt, nach hier unten müssen wir. Aber eben nicht mit der Brücke. Hier unten, wir haben da oben schon einen Tunnel. Ja, genau so. So ist das nett. Cool, das sieht doch wirklich nett aus hier, wie sich das mit den Bäumen hochschlängelt. Hier durchs Tunnel durch. Und hier geht's auf die moderne Brücke. Und jetzt hätte ich halt doch gerne hier hinten. Kriegen wir das halbwegs gerade hin? Ja, es geht. Okay, jetzt ist die Frage, wohin hier hinten? Zum Beispiel hier weiterbauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Von hier oben würde ich sagen, eher nicht. Dass wir zu diesem Funkturm hinkommen. Es wäre zwar naheliegend, aber dann haben wir hier oben den ganzen Verkehr von den Leuten, die hier den Funkturm reparieren müssen. und das ist ja hier doch eher Touristengebiet. Also machen wir hier eine andere Anfahrtsstraße. Und zwar von hier unten kommt. Jetzt möchte er hier schon wieder einen Tunnel machen. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt. So, wir gehen hier mal hier rüber. Dann gehen wir hier runter. Ja, dann lebt das ja hinten auch ein bisschen. Sonst ist da natürlich einfach nur... ja, gar nichts. Natur. Da hinten keine Fabrik und nichts ist. Da möchte er doch tatsächlich wieder eine Brücke machen. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Nicht mit der Burg im Hintergrund. Das müssen wir anders lösen. Ah, vielleicht ein bisschen weiter rauf. Nee, so nicht. Nee, das bringt's nicht. Ich wollte hier vielleicht, dass wir hier ein bisschen näher rankommen. Aber okay, das lassen wir. Jetzt wird er hier wahrscheinlich doch wieder eine Brücke machen wollen. Außer wir machen das in kleinen Schritten. Dann müsste es auch gehen. Ja, geht. Okay. Kommen wir jetzt hier noch hoch? Ja, perfekt. Okay, dann haben wir hier noch eine Strecke, wie man hier zum Leuchtturm kommt. Zum neuen. Sehr schön. Passt. Haben wir sonst noch was? Den Funkturm. Oh ja, wir haben noch was. Und zwar etwas, ja, nicht massiveres, aber da muss ich schnell zur Highspeed-Strecke. Die war... Hallo? Highspeed-Strecke? Hier unten. Da gibt es jetzt noch einen Zug, den ich lange... Ja, ich habe den nicht vergessen. Ich musste erstmal abklären, wie, was, wo. Und zwar den T-Zug. Zumindest die Lok. Und ich muss mal gucken, was steht denn bei den Wagen? Das wäre sonst ein normaler rote IC-Wagen. Wir gucken mal. Wir kaufen mal die Lok. Das habe ich jetzt, wie gesagt, abgeklärt. Das müssen hier, das sind die E03001. Das ist nicht schön angeschrieben, lieber Modder. Ich habe die Ewigkeiten gesucht. T. Nach T gesucht. Ja, nicht gefunden. Und was ist denn der Unterschied hier? Okay, das sind wieder die Bügel. Sind anders. Der Text ist derselbe. Okay, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal die hier. Okay, gekauft. Oder wir könnten sie natürlich... Ich mach's mal so. Wir nehmen die in Doppeltraktion. Einverstanden? Ich hoffe mal ja. Sind jetzt zwar zwei verschiedene Varianten, aber okay. Dann sehen wir wenigstens beide. Das ist eigentlich die Idee dahinter. So, und jetzt rote ICE-Wagen. Da muss ich jetzt, je nachdem, wieder zu lange suchen. Wir hätten natürlich irgendwo noch die T-Wagen. Hier, lasst uns doch die nehmen.
Da steht, glaube ich, sowieso sonst die normalen. Wo stand denn das? Genau. Ansonsten die normalen. Ohne Steuerwagen. Okay, dann nehmen wir die normalen. Ohne Steuerwagen. Dann nehmen wir zuerst mal erste Klasse. Reicht einmal. Dann den Speisewagen. Und hinten noch drei zweite Klasse Wagen, würde ich mal sagen. Okay. Machen wir zu. Muss mal ganz schnell gucken, dass wir die Linie... Die Linie 144 ist das. Okay. Linie 144. Jo, das müsste eigentlich hoffentlich klappen. Wir lassen laufen. Und da kommt er raus. Und mit dem fahren wir jetzt natürlich noch ein Stückchen mit. Wenn wir den jetzt schon installiert haben, das lassen wir uns nicht nehmen. So, ich hoffe, der Kommentarschreiber, der Wunschsteller, ist zufrieden. Also mir gefällt der Zug. Gute Idee gewesen. Irgendwie haben wir im Weißwasser schon einen relativ ähnlichen Zug, aber ich glaube mit anderen Lokomotiven. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare, ob dann gleich wieder kommt. Bei diesem Zug kann man keine Doppeltraktion machen. Falls das so ist, dann Entschuldigung, dann kann man das auch wieder ändern. Mir war jetzt hier nach Doppeltraktion. Das gibt's manchmal. Hier wartet noch niemand. Okay, die Linie ist doch noch nicht wirklich so angekommen. Aber es ist halt, besteht Bedarf von den Bürgern her, dass sie ans andere Ende der Map müssen. Wahrscheinlich eben nicht. Ich glaube nicht, dass das so programmiert ist, leider. Sondern die wollen maximal wahrscheinlich ein, zwei Städte weiter. Aber okay, wir haben die Linie auch nicht gemacht, damit hier Leute transportiert werden, sondern weil sie uns gefällt, die Linie, weil wir eine Schnellzugstrecke haben wollten. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie schnell diese Lokomotiven sind. Wir gucken mal. So, wieder ins Fenster nehmen. Das nehmen wir hier rauf. Ich denke, die haben schon ordentlich Dampf drauf. Also die werden uns nicht irgendwie hier die Linie blockieren, nehme ich an. Schneller als 110 ist er schon mal. Ja, das ist eigentlich... macht er 140? Ja, macht 140. Ja, das ist ja wunderbar. Also der ist nicht langsamer wie die anderen. Bestens. Ja, ist sogar 160. Ja, ist ja auch ein T-Zug. Man sagt nicht umsonst, ich bin kein T-Zug. Oder TE-Zug, oder wie spricht man es denn aus? Also ich kenne das ja wirklich als T-Zug. Also eigentlich als T-Zug, nicht T-Zug. So, schön. Können wir mal wieder mit der Highspeed-Strecke fahren. Das haben wir auch schon 3-4 Folgen lang nicht mehr gemacht. Ist ja doch auch eine relativ, ja, monumentale Aufgabe gewesen, das Ding hier zu bauen. Aber das hat Spaß gemacht. Das ist halt schon das Schöne hier bei Trainfieber immer wieder. Da hinten noch ein Güterzug. Wir drehen nochmal. Jetzt geht es hier Richtung Weißwasser rein. Da muss ich dann den Winkel wieder ein bisschen anpassen, damit wir auch was sehen davon. Okay, jetzt bremst er hier doch ein bisschen runter. Aber wir können zumachen, also er hat sozusagen einen Geschwindigkeitstest bestanden. Ah, das wollte ich gerade sagen, wenn jetzt hier noch ein Zug käme. Schön. Immer wieder schön, wenn die Züge kreuzen. Was habe ich denn von Weißwasser erzählt? Das da hinten ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, Wettring. Erstmal. Ja, ist halt eine längere Strecke, aber okay. Ah, Güterzug da oben. Sehr nett. Da im Hintergrund sieht man, guck mal hier hin, die Riesenbrücke. Die sieht man tatsächlich relativ weit. Ja, jetzt geht's hier rein nach Wettringen. Nee,
Ist das Wettring? Hab ich dann gleich? Doch, das ist Wettring. Ich sehe da den Bahnhof. Ja, das ist, wenn man dann 3-4 Folgen was anderes gemacht hat, dann muss man wirklich erstmal überlegen, wo geht jetzt hier diese Strecke lang. Während, wenn man sie gerade gebaut hat, weiß man es natürlich ohne größere Probleme. Dafür weiß man dann alles andere nicht mehr. Also ich. So, jetzt haben wir hier Rot. Mal gucken. Ja, da ist halt was im Bahnhof drin. Ganz klar eben. Wettring ist dicht besiedelt, was Linien angeht. Da hinten fährt er raus. Da hat man es vielleicht gerade noch ganz kurz gesehen. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso relativ schnell grün bekommen. Außer da kommt gleich noch der nächste. Jetzt müsste hier eigentlich Ruhe sein. Oder müssen wir erst den Triebwagen rauslassen? Wahrscheinlich ja. Dann machen wir das. So, gibt halt wieder eine längere Folge. Aber ich glaube, da schimpft keiner. Es ist ja... es wird ja keiner genötigt, sich die Folge an einem Stück anzusehen. Oder sie überhaupt zu Ende zu sehen. Das kann ja jeder machen, wie er will. Ich möchte jetzt hier die Zugfahrt nicht unterbrechen. Auf der anderen Seite, wenn wir hier natürlich noch lange warten müssen. Ja, jetzt hat tatsächlich, glaube ich, der Vorfahrt bekommen. Aber dann können wir hier wenigstens den Bahnhof noch ein bisschen betrachten. Das geht nicht anders, als dass wir hier Wartezeiten haben. Guck mal da, oder hör mal, da höre ich doch wieder den Raab.de hier unten. Da fährt noch der Güterzug mit rein. So, und jetzt müsste eigentlich unser T-Zug dann mal langsam die Erlaubnis bekommen. Hm, sonst müssen wir hier vielleicht doch noch was machen. Aber was soll man hier noch machen? Eben, das sind halt wirklich so viele Linien, die hier verkehren. Das wird schwierig, hier irgendwas zu ändern, dass da die Wartezeit nicht so lange wäre. Kommt schon der nächste und unser T-Zug. Der wartet hier immer noch. Ja, wisst ihr was, liebe Leute? Wir machen das ganz einfach. Den Rest der Strecke gucken wir in der nächsten Folge. Das ist ja auch nicht so tragisch. Dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Nämlich, dass wir statt Hausaufgaben machen, als erstes dem Zug zugucken. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Leute. Macht's gut. Bye, bye.